Ich möchte mich nun beschäftigen mit den Aufzählungszeichen, was eine automatische Formatierung ist. Wenn man mehrere Punkte hat, die man irgendwie aufzählen möchte, dann machen es sehr viele so, dass sie jetzt zum Beispiel hier bei den hier unten einfach einen Strich einfügen und dann ein Leerzeichen. Und wenn man das in jeder Zeile macht, dann sieht das zunächst mal gar nicht so schlecht aus. Das Problem, was sich aber ergibt, wenn ich hier mehr Text einfüge, so dass es dann zu einem Zeilenumbruch kommt, ist, dass dieser Text hier, der in den anderen Zeilen jeweils an einer ganz bestimmten Stelle beginnt, dass er dann in dieser zweiten Zeile dieses Punktes, dass er dann eben nicht an der richtigen Stelle beginnt, sondern wieder ganz vorne anfängt. Warum das so ist, ist ganz klar. Ich habe nichts irgendwie festgelegt, dass zum Beispiel die zweite Zeile an einer anderen Stelle beginnt. Und zwar die zweite Zeile dieses Absatzes. Das ist ja ein Absatz. Wenn ich hier die Formatierungszeichen anzeige, sieht man das ja. So, glücklicherweise gibt es da aber eine automatische Formatierung. Ich mache jetzt gerade das, was ich gemacht habe, mal rückgängig. Also ich lösche mal diese Symbole, denn die kann ich nicht verwenden. Es gibt aber eben einfach ein Werkzeug, mit dem ich solche Zeilen hier mit Aufzählungszeichen versehen kann, und zwar ist das das hier oben. Ich markiere alle Zeilen, die ich mit diesen Anführungs- oder Aufzählungsstrichen versehen will, und kann das dann hier anwählen. Und das wird dann automatisch angepasst, und auch die zweite Zeile in diesem Absatz oder auch hier, wenn ich da weiteren Text einfüge, auch mehrere Zeilen zu diesem einen Absatz gehören, wird also immer ordentlich dann hingesetzt. Nun ist es so, dass mir das nicht so gut gefällt, dass das hier so ein weiter Einzug ist, und auch hier ist der Abstand relativ groß. Wer hier vielleicht aus Versehen auf die rechte Seite dieses Werkzeugknopfes geklickt hat, wird sehen, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Allerdings sind das im Prinzip nur andere Varianten von Aufzählungszeichen. Das ist also keine Änderung des Aussehens. Allerdings gibt es für Aufzählungszeichen eine Sammlung von vorgefertigten Formatvorlagen, und deshalb schalte ich die Formatvorlagen mal an und habe dann eine Liste ja mit mehreren Vorlagen. Allerdings ist das jetzt hier eine Absatzvorlage, und deshalb muss ich hier drüben die Listenvorlagen verwenden. Da gibt es zum einen mehrere Möglichkeiten zur Aufzählung oder zur Nummerierung. Und jetzt kann ich im Prinzip gucken, welche der schon vorhandenen Varianten mir gefallen, und gucken, welche ich dann eben auswähle. Vielleicht die erste ist schon ganz okay. So. Also, so habe ich eben hier, dass ich eine schöne glatte Linie hier vorne habe, und der Vorteil bei diesen automatischen Aufzählungszeichen ist, dass es eben auch in einer Reihe bleibt. Jetzt kümmern wir uns gerade nochmal um den Umgang mit diesen Aufzählungszeichen, denn wenn ich zum Beispiel Text nach dem letzten Aufzählungszeichen einfügen will, so passiert es ja, wenn ich hier nach der letzten Zeile die Return-Taste drückt, dass das automatisch fortgesetzt wird. Das ist durchaus ja praktisch, wenn ich also ein weiteres Punkt aufführen will. Wenn ich allerdings danach kein Aufzählungszeichen haben will, dann geht das zunächst mal so nicht. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Ich tue einfach nochmal die Return-Taste drücken. Und zwar funktioniert das nur, wenn diese Zeile leer ist. Und schon habe ich wieder meinen normalen Text und kann die dann hinten dran einfügen. Das kann ich übrigens auch so machen, wenn ich mittendrin diese Aufzählungsliste trennen will, dass ich einmal die Return-Taste drücke, dann habe ich eine leere Zeile und drücke nochmal, und schon sind die Aufzählungszeichen weg und ich kann da einen normalen Text einfügen. Das Umgekehrte, wenn ich jetzt sage, okay, das soll bitte auch mit dem Aufzählungszeichen versehen werden. Das könnte man natürlich einfach mal so ausprobieren. Das hat hier ohne Probleme funktioniert. Einfach das wieder anwählen. In diesem Fall ist es ja nicht diese Formatierung, wie ich sie ganz am Anfang hatte. Warum? Weil ich eben gerade hier in diesem Bereich diese Formatierung
Vorlage Aufzählung 1 gewählt habe und dann wird die automatisch angeschaltet. Wenn das nicht funktionieren sollte, geht man halt einfach nochmal in die Auswahl der Formatierungsvorlagen und ändert das entsprechend. Noch ein kleiner Tipp für den Fall, dass ich zu einem Punkt einen oder mehrere Unterpunkte haben möchte, das Ganze also quasi einrücken will, dann gucke ich mir hier unten an, und zwar ist hier so, dass ich da eine zusätzliche Werkzeugleiste habe, wie es ja öfters mal geschieht, wenn ich mit dem Cursor in einem Bereich bin, wo ich ein Aufzählungszeichen habe, dann erscheint die automatisch und da kann ich dann einige Dinge verändern, unter anderem zum Beispiel auch hier eine Ebene niedriger verschieben, dann ist das quasi da nochmal eingerückt. Was ich auch machen kann, ist, dass ich hier hoch und runter verschieben kann. Das heißt, dieser Satz Lorem Ipsum wird hier mit dem darüber vertauscht. Das ist also ganz praktisch. Es gibt zwar Befehle mit der Tastatur, wo ich das machen kann, aber für Leute, die da nicht so viel Erfahrung haben, geht das natürlich ganz bequem. Und so kann ich dann innerhalb meiner Aufzählung Punkte einfach verschieben. Eine weitere Möglichkeit, die hier automatisch geboten wird, ist ja die Nummerierung. Das funktioniert vom Prinzip her ganz genauso wie die Aufzählung. Einfach Nummerierung ein oder aus. Jetzt habe ich hier wieder eine Formatierung, bei der ich einen ziemlich starken Einzug habe. Das heißt, ich kann mal wieder gucken, gibt es hier verschiedene Nummerierungsarten. Was außerdem noch hier ist, ich habe hier einen Punkt nach innen verschoben. Da sieht man, dass hier jeweils eine Nummer wieder ist, nämlich die Nummer 1. Dass sich das hier ändert, dass da hier 2 jeweils kommt, das liegt an der Einstellung dieser Formatierung. Die ist hier ein bisschen komisch. Hier sieht es also noch überhaupt nichts aus. Und das ist auch nicht gerade optimal. Hier haben wir zum Beispiel eine Nummerierung, bei der dieser eingeschobene Punkt dann mit Punkt 2 anfängt. Ist auch nicht so dolle. Vielleicht lassen wir das einfach. Man kann übrigens auch mischen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist mein Punkt 2 und da möchte ich dann ein Aufzählungszeichen haben. Und hier das Klops, das war so. Warum das jetzt unterschiedlich ist, liegt vermutlich daran, dass ich einmal das Ganze eingezogen hatte und damit einen Unterpunkt hatte. Und jetzt beim nochmaligen Klicken an- und ausschalten hat sich da irgendwie wohl etwas verstellt. Ist nicht ganz optimal, dass das so passiert, da muss man aber eventuell drauf achten. Hier kann ich jetzt dann zum Beispiel weitere Punkte einfügen. Und auch wenn ich zum Beispiel eine Zeile habe, beziehungsweise einen Absatz und ich breche da drin neu um, tue eine neue Zeile beginnen, neuen Absatz, dann wird das also automatisch ergänzt. So, und auch bei Zahlen funktioniert das. Also hier zum Beispiel neue Zeile, fertig. Das Interessantere gerade bei der Nummerierung ist ja, dass ich diese Nummerierung hier automatisch angepasst bekomme, also eben nicht die 4 dann 4 bleibt, wenn ich sie zum Beispiel eins oder mehrere Abschnitte nach oben verschiebe, sondern die Nummerierung passt sich so an, dass das automatisch in der richtigen Reihenfolge ist und das ist wirklich wesentlich bequemer, als wenn man das Ganze von Hand macht. Und außerdem sieht es natürlich aufgrund der glatten Kante hier vorne wesentlich besser aus, als wenn ich das versuche mit Leerzeichen einzufügen. Das kann einfach nur schief gehen.